Die Turnhalle wird kurzerhand umfunktioniert. Am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim wird Deutsch-Abi geschrieben. Die erste Abi-Prüfung in diesem Jahr. Unter besonderen Corona-Bedingungen. Ich fand es zwar gut gelöst, mit dem Abstand auch, dass man die Maske abziehen konnte, war, denke ich, wichtig. Wir hatten alle Angst, dass wir frieren werden. Uns wurde ja gesagt, wir sollen Decken mitnehmen, aber das haben wir eigentlich nicht gebraucht. Im Sport zum Beispiel, da fallen halt Möglichkeiten weg, Prüfungen zu machen. Zum Beispiel Schwimmprüfung konnte ich jetzt nicht machen. Dadurch wird es ein bisschen schlechter. Rheinland-Pfalz geht beim Abi einen Sonderweg, lässt bereits im Januar schreiben. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern folgen im April. Das Saarland hat nach hinten verschoben. Dort dauern die Prüfungen nun wie bei den meisten Bundesländern bis Anfang Mai. Auch Bayern hat verlegt auf Mitte Mai, genauso wie Thüringen. Hier wird die letzte Klausur sogar erst im Juni geschrieben. Trotz Corona nicht zu verschieben, der Entschluss stand in Rheinland-Pfalz schon länger fest. Für die Schülerinnen und Schüler ist es natürlich wichtig, auch Planungssicherheit zu haben. Wenn sie sich, ich sag mal, fast 2 Jahre auf ihr Abitur vorbereitet haben und wissen, dann finden die Prüfungen statt, ist es schwierig, wenn man dann gesagt bekommt, naja, vielleicht in 2 Wochen oder vielleicht in 4 Wochen. Doch Lehrerverbände befürchten in diesem Jahr einen Nachteil für die Schüler. Eins darf nicht passieren, dass die Anpassungen der Prüfungen und die Anpassungen der Lehrpläne jetzt dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen einen Abschluss zweiter Klasse machen, also einen Corona-Abschluss, wo es dann später immer heißt, das war ja nicht vergleichbar. Bis Ende Januar wird noch geschrieben. Mitte März bereits stehen in Rheinland-Pfalz dann die mündlichen Prüfungen an.